Wenn man natürlich ins weit entfernte Deutschland fährt, das ja hinter der Grenze von Salzburg liegt, muss man natürlich noch fossile Brennstoffe tanken. Der Roman hat schon festgehalten, die sind heute wieder zum Okkasionspreis erhältlich. RTV Privatfernsehen hat schon festgehalten, der Diesel wird ja jetzt weiter steigen, weil die bösen Russen jetzt aufgrund der langwierigen Sanktionspolitik ihren Diesel vielleicht für ihre Militärfahrzeuge oder so nehmen und ihre Kraftstofflieferungen in die Welt ein bisschen reduzieren. Also es wird im Winter recht toll und ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich habe jetzt für 35 Liter Kraftstoff 60 Euro gezahlt mit Bioethanolanteil. Und so mit vollem Tank können wir jetzt weiterfahren und der Roman wird es dann festhalten, wenn ich wieder grinse. Aktuell tue ich es nicht. Dankeschön. Ja, da bei der Elvis ist geweiht, da einkaufen geht beim deutschen DM. Da vorne haben wir einen McDrag. Das wisst ihr, der Kanzler hat gemeint, wenn sie das Volk kein Geld mehr leisten kann, das Arbeit schwer wird, sie keinen zweiten Job leisten können, dann sollen sie halt einen Burger fressen, gell? Und somit geht's gleich wieder weiter. Ciao. Angry, please don't be angry, 'cause I was only teasing you. I wouldn't even let you think of me, then don't you know I love. Einen ganzen Beutel, ich meine schwarz und weiß, man könnte jetzt sagen, es sind wieder verbotene Farben, mit Hygieneartikeln, weil viel billiger als in Österreich. Warum das so ist, das können die Experten sich erklären. Spannend ist, man hat jetzt hier zwei neue Kassen, da kann man selber einscannen, kann dann aber nur bargeldlos mit Karte zahlen. Die Abschaffung des Bargelds läuft also weiter voran. Noch viel spannender habe ich das letztens erlebt, als ich auf der Bank war. Früher konnte man an einem Bankschalter natürlich gegen überhöhte Gebühren einen Erlagschein bar einzahlen. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, man kann jetzt quasi nur noch über das Konto, über die Maschine überweisen. Das ist ein zeitlicher Mehraufwand, weil es echt lang dauert, weil dieses Karten, dieses Zahlscheinlesegerät da permanent Fehler drin hat, die man dann händisch korrigieren muss in den IBAN-Nummern und in den Empfängerdaten. Ja, ich bin da dann einmal eine halbe Stunde auf der Bank gestanden für ein paar Erlagscheine und habe dann der Mitarbeiterin erklärt, dass ich spannend finde, dass man da für Kontoführung und keine Ahnung was unglaublich viel zahlt und noch nicht mal mehr den Service hat, dass man, wenn man eh für das Bar zahlt, der Erlagschein zahlt, auch keinen Menschen mehr hat. Sie findet dieses System allerdings ganz toll und ich habe dann gesagt, ja, in ein paar Jahren ist ihr Job dann an die künstliche Intelligenz zu geben und sie rationalisieren sie gerade mit einem zufriedenen Lächeln selber weg. Hat die Dame nicht verstanden, macht aber nichts. Also hier im schönen DM kann man zwar billig Hygieneartikel shoppen, die bei uns das Dreifache kosten. Wie gesagt, Experten können sicher erklären, warum. Wahrscheinlich kummern meine Deos, mein Haarspray und was ich sonst so alles gekauft habe, geht euch ja nichts an. Ne? Aus der Ukraine oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, also hier geht das und man kann jetzt hier auch mit Karte zahlen. Ich als Rechtsextremer mache das anders. Wir sind ja böse tätowiert und bei uns ist einfach Cash das einzig Wahre. Das ist übrigens Jerry Lee Lewis, der hat jetzt seinen 88. Geburtstag theoretisch gehabt. Also damit die Herrschaften von der Wiener Exekutive jetzt einmal wieder wissen, was für böse Tattoos ich habe. So, damit sind wir jetzt raus. Wir haben die Winterklamotten repariert geholt. Wir haben Hygieneartikel geholt, für die wir wieder ein paar Wochen auskommen. Insofern hätte ich gesagt, ran und jetzt gibt es noch einen kleinen Snack und dann fahren wir auch schon voll nach Altenmarkt an der Alz und gut ist es. Baba. Und ganz viel Liebe.
Ja, du musst ja erst auf den Wind. Okay, du. So, wie gesagt, wir haben mit Cash gezahlt und stehen jetzt immer noch in Freilassing auf dem Weg zum Schmuggler. Das hat nichts mit Menschenschmuggel zu tun. Also der Elon Musk kann sich da ganz beruhigt zurückhalten. Es muss sich auch sonst keiner da jetzt wegen irgendwelcher Migrationsthematiken aufregen. Aber um zu beweisen, dass wir immer noch in Deutschland sind und wir da keine Fake News verbreiten, haben wir echte News, echte Tattoos quasi, die verbotenen, wisst ihr. Wir stehen in der Stadt Freilassing, bequem, sicher, preiswert. Und da haben wir tatsächlich jetzt an der Grundschule in den Farben Rot-Weiß die Linie 81. Also alle, die ein bisschen was davon verstehen, werden bei den Farben Rot-Weiß und 81 gleich mal drauf kommen, um was es geht. Und alle, die davon nichts verstehen, die kennen sie halt einfach einmal wegen der 81, die ja quasi dieselbe Farben Ziffernkombination wie die 18 ist, fragen, ob man eventuell da die lieben Kleinen, die ja noch keinen Führerschein haben, transportiert in bösen, verbotenen Dingen. Ich hätte mal gesagt, wir stellen da einfach einmal an die Wiener Exekutive, die ja immer, wenn ein Verdachtsmoment ist, nachgehen muss, wie der Beamte gesagt hat, einmal eine Anfrage, vielleicht gehen die dem einmal nach. Da am Mann am bösen 18, 60er. Ja. TSV München erst, das ist ja ein Nazi-Verein, ha? Nein, das glaube ich gar nicht, wobei natürlich wir jetzt gar nicht über die Unterwanderung von Fußballclubs, warte, wir können eigentlich gleich da durchgehen, von Fußballclubs und eventuell rechter Szene sein wollen, weil da gibt es ja auch im Netz den einen oder anderen Artikel dazu. Es gibt ja mit Mannschaften wie St. Pauli oder so eher das linke Spektrum und es gibt natürlich da auch Fangruppierungen, die eher nationalistisch oder gar wirklich rechts im radikaleren Sinne, also rechtsradikal unterwegs sind. Ja, wo jetzt 1860 München steht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil für mich ist ja quasi der Spruch... Die Reichsbürger, gell? Na, für mich ist ja der Spruch, dass das Runde ins Eckige muss und das ist immer dann der Fall, wenn ich müde bin und ins Bett muss. Insofern, was interessiert mich persönlich? Das Leder. Aber der Jahrgang 1860 passt dann in das Reichsbürgermilieu. Hat er mit dem alten Kaiserreich zu tun? Ich muss noch mal ganz kurz, wir sind im reglementierten Deutschland. Wir halten fest, wir hätten hier drüben einen Parkplatz. Und wir haben hier zum Schutz der Kinder kein Parken oder Wenden von 7 bis 14 Uhr, erklärend, dass es während der Schulzeit und auch ein kleines Danke, weil man ist ja freundlich. Und ich stelle mir die Frage, also rückwärts ausparken darf ich, vorwärts einparken darf ich, weil da ist kein Kind gefährdet. Aber ja, wenden ist eventuell ein Problem und hier parken ist eventuell ein Problem. Alles klar. Spannend. Vielleicht ist das einfach dieses Problem mit dem Führerschein. So, damit genug der Wortwitzchen. Wir gehen jetzt was essen, damit wir dann gestärkt... Moment, da, schau her. Nein, das ist nicht spannend, das ist dreimal die 8. Das ist ja quasi... Naja, das ist dann die doppelte Heilsversprechung von Herrn Schickelgruber oder so. Higgs Heil. Wir werden über den Herrn Schickelgruber nicht reden, weil wie gesagt, den braucht die Welt nicht mehr. Ja, das und ganz sein totalitäres Gedankengut, dass manch einer mit kontaktlos Grüßen, Nachbarn von Adern und sonst wie wieder aufleben lässt, braucht auch kein Mensch mehr. Dafür machen wir so die letzten drei ein bisschen stark. Ja, aber deswegen sind wir ja auch die mit der bösen 13. So, wir suchen uns mal da unser jetzt Essen in die Kiemen. Ich wollte gerade sagen, wir setzen uns da jetzt einfach gleich an den ersten Tisch draußen, damit der Roman ein paar Räucherstäbchen zwecks der Liebe schicken kann. Und gut ist es. Wie ich bei der Fütterung ausschaue, könnt ihr euch vorstellen. Wenn nicht, euer Problem. Wir sind damit wieder raus.
Typ